O Herr Gott, erbarmend, gnädig, langmütig, reich an Liebe, reich an Treue, bewahrend Liebe bis zum tausendsten Geschlecht. Einige, die hier sitzen, kennen diesen Ruf, liebe Schwestern und Brüder, weil sie ihn Woche für Woche anstimmen, wenn wir ihn als Responsorium in der Sonntagsliturgie dieser Quadragesima immer wieder singen, mit dieser eingängigen Melodie, die so gut zu diesem unglaublichen Inhalt passt. Ein Inhalt, der die Barmherzigkeit Gottes besingt. Und dabei greift diese Stelle zurück auf die Erfahrung des Mose im Buch Exodus im 34. Kapitel. Mose will unbedingt Gott sehen. Aber wir kennen aus dem Johannesprolog die Antwort Gottes. Niemand hat Gott je geschaut. Gott stellt ihn also in eine schützende Felsspalte und lässt seinen Namen vorüberziehen. Gott zieht an ihm vorüber und dabei proklamiert Gott sich selber. Es heißt dort, der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und von großer Huld und Treue, der tausend Generationen Huld bewahrt, der Schuld, Frevel und Sünde wegnimmt. Aber er spricht nicht einfach frei, der die Schuld der Väter prüft bei den Söhnen und Enkeln, bei der dritten und vierten Generation. Was für ein Wort, liebe Schwestern und Brüder. Nicht ausgedacht, keine Rückschlüsse, sondern eine Selbstoffenbarung Gottes. Und jüdische Ausleger sagen zu Recht, nachdem sich dieses Stück, das wir hörten, in der jüdischen Liturgie findet, hier lehrt Gott selber den Mose beten. Hier lehrt Gott den Mose, wie er angesprochen werden will. Genau so. Und es ist richtig, wenn uns eine solche Stelle unter die Haut geht und wenn sie uns berührt. Wenn wir heute darüber nachdenken mit unserer Frage, die uns begleitet in dieser 40-Tage-Zeit, was braucht die Kirche, was die Kirche braucht? Und wir sagen heute barmherzige Menschen, dann ist das vielleicht die plausibelste Antwort auf dem Plakat oder in dieser Fastenpredigtreihe. Erleuchtete Menschen, naja, werden Sie vielleicht gedacht haben, so ein bisschen elitär, arm, ui, beten, wenn es sein muss. Über Gott geweiht und heiligmäßig reden wir noch. Aber heute barmherzig, das ist etwas, was uns irgendwie einleuchtet, was wir vielleicht gut finden, was wir selber erfahren wollen und wie wir sein wollen, wie wir wirken wollen. Ist das wirklich so? Wollen wir wirklich so sein? Barmherzig, so wie Gott. Das ist die wichtigste Schaltstelle, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir darüber nachdenken, dass es barmherzige Menschen geben muss. Denn Barmherzigkeit haben wir nicht aus uns selber. Wir können sie immer nur finden, indem wir Gott nachahmen. Deshalb sagt Jesus bei Lukas: Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. Und Jesus wirft seinen Gegnern vor: Ihr habt das Wort nicht verstanden. Ich will Barmherzigkeit und nicht Brandopfer. Und auch das Wort nicht, das der Prophet Micha sagt: Gott liebt es, gnädig zu sein. Er liebt es, barmherzig zu sein. Und wenn wir eben dem Propheten Jeremia in der Lesung zuhörten, dann merken wir dieses Ringen. Wie es permanent, Jeremia sagt es uns heute in der Lesung, seit dem Auszug aus Ägypten geht diese Story nun so voran. Abfall, Rebellion auf Seiten Israels. Zorn und dann doch wieder Erbarmen auf Seiten Gottes. Immer wieder die Hinwendung zu seinem Volk, selbst in der schlimmsten Katastrophe. Dieses Hin und Her, das sich bis zum heutigen Tag fortsetzt, von Rebellion unsererseits und der Gnade Gottes. Und Jesus wird nicht müde.
in seinen Gleichnissen davon zu erzählen. Wir haben die wahrscheinlich alle wie Bilder und nicht nur wie Bilder, sondern wie Wirklichkeit, hoffentlich vor Augen und im Herzen. Das von dem einen verlorenen Schaf und die 99 bleiben zurück. Die verlorene Drachme der Frau und schließlich der verlorene Sohn. Wie Gott Gefallen daran hat, dass sich einer aufmacht und umkehrt. Wie es ihm unglaubliche Freude bereitet. Alle diese Erzählungen, die Jesus selber in die Welt setzt, wenn man so sagen kann, sollen uns das Herz ergreifen und erwärmen. Sie bezeugen einen barmherzigen Gott. Und auch die Praxis Jesu stimmt mit dem, was Jesus in den Gleichnissen verkündet, ja überein. Das Wort der Barmherzigkeit wird nicht nur verkündet und in schönen Geschichten ausgemalt, sondern Jesus praktiziert sie. Weil Jesus nicht nur ein Wort ausrichtet, sondern das Wort selber ist. Jesus ist die fleischgewordene Botschaft Gottes. Gott selber spricht in ihm. Wenn Gott sich in Christus hinwendet, zu den Zöllnern, zu den Dirnen, den Kranken, den Besessenen, den Hilflosen. Wir haben es eben gehört. Ein Mensch, der stumm war, von einem Dämon besessen. Wie Jesus eingreift und ihn befreit, in die Barmherzigkeit Gottes spüren lässt. Hier muss unser uneingeschränktes Ja zu hören sein, wenn wir nach der Barmherzigkeit Gottes fragen. Weil Jesus selber hat so gehandelt und genauso sollen wir sein. Doch vielleicht ist Ihnen das zu glatt. Das ist ja zunächst mal grundsätzlich einleuchtend. Aber Jesus selber hat schon einen Einwand formuliert, etwa im Gleichnis von den beiden Söhnen. Die Geschichte von dem Jüngeren ist hinlänglich bekannt. Der kassiert das große Erbe, zieht los auf eigene Faust, bringt sein Geld durch. Am Schluss sitzt er bei den Schweinen, kehrt zurück, ein Riesenfest. Umkehr ganz großartig. Und der ältere Bruder? Wie ist das mit uns hier? Ich kenne Ihre Biografien nicht, aber korrigieren Sie mich. Ich denke mal, wir gehören weder zu den Huren Saarbrückens noch zu den kaufmännischen Fell-über-die-Ohren-Zieher. Also wir sind eigentlich einigermaßen ältere Söhne, so im Großen und Ganzen. Daheimgebliebene. Mit der Frage, ja, wenn Gott sich so unbändig freut über die, die da umkehren und die da schuldig und sündig geworden sind, dann haben wir ja vielleicht die blöde Karte gezogen. Lohnt sich das denn überhaupt, einigermaßen anständig zu leben? Ein Leben lang der Kirche treu zu sein? Ist das nicht unsere Frage, die der ältere Sohn stellt und die Jesus selber erzählt? All die Jahre habe ich dir gedient. Und von wegen Mastkalb. Es hat nicht mal zum Karnickel gereicht, sagt er. Ich glaube, Karnickel steht nicht im Evangelium. Egal, wir können uns das vorstellen. Und dann sagt der Vater ein deutliches Wort. Alles, was mein ist, ist doch dein. Du bist immer bei mir. Und wir merken, wie Jesus uns selber nahe bringen will, dass das nicht erarbeitet ist, dass wir beim Vater sein dürfen. Dass wir zur Kirche gehören dürfen, sondern dass es ein Privileg bedeutet, so zu leben. Wir sind immer noch in dieser Kurve nach dem Motto, ja, also das muss aber jetzt schon dabei rausspringen, sozusagen der große Gregoriusorden oder irgendwas, weil man sonntags in die Kirche gegangen ist. Es ist ein Privileg, liebe Schwestern und Brüder, es tun zu dürfen. Es ist eine Gnade. Wir sollten mit dem älteren Sohn im Lukas-Evangelium einmal versuchen, das zu entdecken. Pater Cantalamessa, der päpstliche Prediger, sagt, der ältere Sohn verhält sich ja eher wie ein Söldner und nicht wie ein Sohn. Es geht nicht um Verdienst, sondern um die Gnade des Privilegs. Das kann ein erster Schritt sein, dass wir uns die Freude des Herrn, der sich über das eine verlorene Schaf mehr freut als über die 99, die da geblieben sind, dass wir versuchen, Anteil zu bekommen an dieser Freude. Es ist eine andere Perspektive, als zu gucken, kommt der auch wieder zurück. Aha. Ein zweiter Einwand, den wir oft hören. Ja, das mit der Barmherzigkeit ist gut. Also das hat uns Jesus deutlich gemacht, Gott ist barmherzig, grenzenlos.
Aber es gibt auch andere Sätze Jesu, wo Jesus zornig ist, wo Jesus vom Gericht spricht. Was ist denn jetzt original? Und viele, auch in der theologischen Forschung, meinen, sie können sich das einfach machen und sagen, Barmherzigkeit ist immer original, da ist der Jesus ganz, ganz lieb, und das andere haben die später reingefummelt, damit die sozusagen den Leuten am Zeug flicken können. Da kommt dann sozusagen die kirchliche Moral her. Liebe Schwestern und Brüder, mit solchen Dingen, Sie kennen das schon, müssen wir das ganze Neue Testament in den Mülleimer werfen. Dann brauchen wir keins. Entweder gilt das ganze Neue Testament mit allen 27 Schriften und allem, was darin steht, oder nichts. Es kann diese Unterscheidung nicht geben. Wer sagt uns das? Die Kirche in frühester Zeit hat den Kanon der 27 Schriften festgelegt, weil sie genau darin die Offenbarung Gottes liest und erkennt und sich selber darin findet. Und das muss für uns gelten, wie etwa im 4. Jahrhundert, im 10. oder im 16. Da kann es keinen Unterschied und auch keine Ermäßigung geben. Ist das nicht alles zu einfach mit der Gnade? Also nach dem Motto, wir sündigen jetzt mal drauf los, weil wir können ja immer die Rechnung machen mit einem barmherzigen Gott. Das ist natürlich ganz praktisch. Also Christentum hat insofern etwas sehr Cooles. Es kann überhaupt nichts schief gehen. Gott ist im Zweifelsfall dann doch immer barmherzig. Können wir so von Gott denken und reden? Und es gibt genügend, die sagen, ja, ja, mit der Barmherzigkeit ist ganz schön, aber die Gerechtigkeit bitte schön mal nicht vergessen. Wie ist das? Wenden wir das einmal an. Ich weiß, das hat einen gewissen Charme, immer nur von der Barmherzigkeit Gottes zu reden, die wir lernen sollen, zu Recht. Aber wie ist das zum Beispiel beim Thema Kindesmissbrauch? Merken wir da nicht schnell, dass wir da an die Grenze kommen, immer nur von Barmherzigkeit zu reden? Das heißt also, die Täter müssen barmherzig behandelt werden. Oder was heißt das dann? Oder ist nicht in uns auch ein Impuls, der sagt, stopp, hier muss zuerst Gerechtigkeit hin. Wenn die deutschen Bischöfe sagen, null Toleranz, heißt das dann auch null Barmherzigkeit, wie es Gott einmal Israel in einem zornigen Anruf beim Propheten Hosea sagt, Lo Huchama, kein Erbarmen, weil ihr Lo Ami seid, nicht mehr mein Volk. Was gilt denn jetzt? Wenn man etwa in Forderung 5 des sogenannten Theologenmemorandums liest, da heißt es, Solidarität mit den Sündern setzt voraus, die Sünde in den eigenen Reihen ernst zu nehmen. Ich glaube, das kann man der Kirche nicht vorwerfen, dass sie das nicht tut. Egal. Ich zitiere weiter. Selbstgerechter moralischer Rigorismus steht der Kirche nicht gut an. Die Kirche kann nicht Versöhnung mit Gott predigen, ohne selbst in ihrem eigenen Handeln die Voraussetzung zur Versöhnung mit denen zu schaffen, an denen sie schuldig geworden ist. Man kann nicht, so heißt es hier, die biblische Freiheitsbotschaft verkehren in eine rigorose Moral ohne Barmherzigkeit. Das Memorandum nimmt ja bewusst die skandalisierenden Dinge um die Missbräuche, die wir letztes Jahr zur Kenntnis nehmen mussten. Aber wendet es sie auch auf diese Fälle an? Das ist mir bisher nicht bekannt. Wir könnten aber selber schon bei dem, was wir gelernt haben von der Barmherzigkeit Gottes, das anwenden auf diese Aussage. So funktioniert das nicht. Und man muss sagen, das ist ein gnadentheologischer Blackout, der hier niedergeschrieben wurde. Da müssen da kurz einmal alle Hirnzellen versagt haben. Und die Theologen, die das schreiben. Wir schaffen, liebe Schwestern und Brüder, für Barmherzigkeit überhaupt gar keine Voraussetzung. Uns fehlt jede Möglichkeit dazu. Die einzige Möglichkeit zur Barmherzigkeit schafft Gott. Es ist die zuvorkommende Gnade, die diese Möglichkeit schafft, die sie uns erfahren lässt. Und aus dieser Erfahrung heraus können wir Nachahmer Gottes werden. Wenn man einen Blick geworfen hätte in einen so kurzen und klaren Katechismus wie den des großen Gelehrten und Heiligen Robert Bellarmin, wäre man vielleicht schlauer geworden. Oder der neue UCAT, der jetzt rausgekommen ist, Katechismus für Jugendliche, ich kann den nur für Erwachsene auch empfehlen, sehr übersichtlich, sehr klar, sehr informativ. Es gibt ihn seit einer Woche, ist nicht so teuer.
Wir müssen, liebe Schwestern und Brüder, in diesen Fragen neu entdecken, was Augustinus sagt. Wir müssen die Sünde hassen, aber den Sünder lieben. Wir dürfen nicht alles in einen Topf werfen. Soll die Kirche wirklich die hohen Ideale, die sie aus dem Neuen Testament heraus und damit aus der Offenbarung und der biblischen Botschaft hochhält, soll sie die jeweils den veränderten Jahrhunderten anpassen? Egal, ob es um die Ehe geht, um gleichgeschlechtliche Liebe, um was auch immer. Soll das einfach angepasst werden? Oder müssen wir nicht das Ideal festhalten und es betonen, obwohl wir zugleich immer wissen, wie unendlich schwach der Mensch, und das heißt wir selber sind, dass wir dieses Ideal verfehlen können. Aber es kann doch nicht sein, wie sollen wir das machen, alle 20 Jahre, alle 30 Jahre? Denken Sie mal in Ihre Lebensgeschichte zurück, wie viel sich dort verändert hat, gerade im Bereich der Familie. Auch was heute teilweise für eine katastrophale Politik damit gemacht wird. Welche Leitbilder da in den Hirnen von Politikerinnen und Politikern auftauchen. Soll die Kirche jedes Mal denen nachlaufen, sich anpassen und sagen, das übernehmen wir jetzt? Je nachdem, was die Regierung jetzt gerade beschließt oder will oder tut oder macht. Wie soll das sein? Und soll daraus dann aus dieser Anpassung ein barmherziges Handeln gegen einen angeblichen Rigorismus folgen? Wie soll das gehen? Das kann eigentlich nur jemand fordern, der von der Wirklichkeit keine Ahnung hat. Wir müssen erneut lernen, an der Figur des Heilands selber. Es gibt nicht ein Wort Jesu, das eine Sünde rechtfertigen würde. Bei der Ehebrecherin. Der sagt ja auch nicht, Mädel, hast du toll gemacht. Er sagt, geh in Frieden, aber sündige nicht mehr. Was sagt er zu Matthäus, dem Zöllner? Hast du gut gemacht, den Leuten das Geld abgeknüpft. War aber ganz geschickt, kluges Kerlchen oder was? Steht nicht im Evangelium. Aber er wendet sich ihm zu. Und diese Spur müssen wir aufnehmen und lernen. Noch einmal mit Augustinus. Die Sünde zu benennen und sie zu hassen geradezu. Aber den Sünder in seiner Schwäche zu lieben. Um in ihm schon den Umkehrenden zu sehen, wie es Jesus so häufig tut. Haben wir den Einwand, dass das Konzept, das wir da verkünden mit der Barmherzigkeit Gottes und seiner Gnade, schon genug entkräftet? Ich will Ihnen noch eine prominente Stimme vorstellen zu diesem Thema. Da schreibt vor Jahrzehnten einer Folgendes. Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf heute geht um die teure Gnade. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware, verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost, verschleudertes Sakrament, Gnade als unerschöpfliche Vorratskammer der Kirche, aus der mit leichtfertigen Händen bedenkenlos und grenzenlos ausgeschüttet wird. Gnade ohne Preis, Gnade ohne Kosten. Und das, so sagt man, sei ja gerade das Wesen der Gnade, dass die Rechnung im Voraus für alle Zeiten beglichen ist. Auf die gezahlte Rechnung hin ist alles umsonst zu haben. Billige Gnade heißt Gnade als Lehre, als Prinzip, als System, heißt Sündenvergebung als allgemeine Wahrheit, heißt Liebe Gottes als christliche Gottesidee. In einer solchen Kirche findet die Welt billige Bedeckung ihrer Sünden, die sie nicht bereut und von denen frei zu werden sie erst recht nicht wünscht. Billige Gnade ist darum Leugnung des lebendigen Wortes Gottes, Leugnung der Menschwerdung Gottes. Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Weil Gnade doch alles allein tut, darum kann alles beim Alten bleiben. Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße, ist Taufe ohne Kirchenzucht, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünde, ist Absolution ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen Mensch gewordenen Jesus Christus.
teure Gnade ist der verborgene Schatz im Acker, um dessen Willen der Mensch hingeht und mit Freuden alles verkauft, was er hatte. Teure Gnade ist das Evangelium, das immer wieder gesucht, die Gabe, um die gebeten, die Tür, an die geklopft werden muss. Teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge ruft. Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teuer ist sie, weil sie dem Menschen das Leben kostet. Gnade ist sie, weil sie ihm so das Leben erst schenkt. Teuer ist sie, weil sie die Sünde verdammt. Gnade, weil sie den Sünder rechtfertigt. Teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Ihr seid teuer erkauft, sagt der Apostel. Und weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. Gnade ist sie vor allem darum, weil Gott sein Sohn nicht zu teuer war für unser Leben, sondern ihn hingab. Teure Gnade ist Menschwerdung Gottes. Teure Gnade ist Gnade als das Heiligtum Gottes, das vor der Welt behütet werden muss, das nicht vor die Hunde geworfen werden darf. Ist darum Gnade als lebendiges Wort, Wort Gottes, das er selber spricht. Mit der Ausbreitung des Christentums, sagt unser Autor, und einer zunehmenden Verweltlichung, nachdem die ganze Welt christianisiert war, ist Gnade so etwas wie ein Allgemeingut geworden. Sie war billig zu haben. Und doch, so der Verfasser, hat die römische Kirche einen Rest der ersten Erkenntnis bewahrt. Es war von entscheidender Bedeutung, dass das Mönchtum sich nicht von der Kirche trennte und dass die Klugheit der Kirche das Mönchtum ertrug. Hier war am Rande der Kirche der Ort, an dem die Erkenntnis wachgehalten wurde, dass die Gnade Nachfolge einschließt. Wir wissen, so ein letzter Abschnitt, dass diese billige Gnade in höchstem Maße unbarmherzig gegen uns gewesen ist. Ist der Preis, den wir heute mit dem Zusammenbruch der organisierten Kirchen zu zahlen haben, etwas anderes als eine notwendige Folge der zu billig erworbenen Gnade? Man gab die Verkündigung und die Sakramente billig, man taufte, man absolvierte ein ganzes Volk ungefragt, bedingungslos, man gab das Heiligtum aus menschlicher Liebe den Spöttern und Ungläubigen, man spendete Gnadenströme ohne Ende, aber der Ruf in die strenge Nachfolge Christi, der wurde seltener gehört. Wann wurde die Welt grauenvoller und heilloser christianisiert als hier? Was sind die 3000 von Karl dem Großen am Leibe getöteten Sachsen gegenüber den Millionen getöteter Seelen heute? Unbarmherzig ist die billige Gnade gewiss auch den meisten von uns ganz persönlich gewesen. Sie hat uns den Weg zu Christus nicht geöffnet, sondern verschlossen. Sie hat uns nicht in die Nachfolge gerufen, sondern im Ungehorsam hart gemacht. Oder war es nicht unbarmherzig und hart, wenn wir dort, wo wir den Ruf in die Nachfolge Jesu wohl einmal gehört hatten, als den Gnadenruf Christi, wo wir vielleicht einmal die ersten Schritte der Nachfolge in der Zucht des Gehorsams gegen das Gebot gewagt hatten, überfallen wurden mit dem Wort der billigen Gnade? Gnade und Nachfolge müssen wieder in einem rechten Verhältnis zueinander gebracht werden. Und dann sage ich Ihnen auch, wer das geschrieben hat. Dietrich Bonhoeffer hat das geschrieben. Das muss uns ein Protestant sagen. Vor 70 Jahren. Wie recht hat er behalten, liebe Schwestern und Brüder. Mit der Billigkeit der Gnade. Man könnte mit dieser glasklaren Analyse eines reformierten Christen die ganze kirchliche Landschaft betrachten und könnte unter jede Aussage einen Haken machen. Er hat recht behalten, vor 70 Jahren schon. Wir wollen diesen Impuls von Bonhoeffer aufnehmen, dass Gnade und Barmherzigkeit Gottes
immer mit Nachfolge verbunden sein muss. Dass also die Barmherzigkeit Gottes uns zieht geradezu. Sie hat eine Anziehungskraft für uns. Und es gibt ein wunderbares Gleichnis, das das deutlich macht, wie solche Anziehung funktioniert. Sie geht nach der Botschaft der Bibel gar nicht so sehr über den Kopf. Eines Tages kommt ein Gesetzeslehrer zu Jesus und fragt ihn, er will ihn auf die Probe stellen, sagt der Evangelist. Was ist das wichtigste Gebot? Und Jesus zieht zwei Gebote aus der Tora zusammen. Die unbedingte Gottesliebe, mit ganzer Kraft, jeder Faser des Seins, mit dem Herzen, mit dem Verstand, mit allem, was wir können und haben und sind, und die Liebe zum Nächsten. Und damit ist unser guter Schriftgelehrter zuerst einmal ausgebotet. Was soll er auch darauf sagen? Ja, Meister, du hast gut geantwortet. Aber, so sagt der Evangelist Lukas, er will seine Frage dann doch rechtfertigen, weil Jesus ihm nicht auf den Leim gegangen ist. Ja, und wer ist denn jetzt mein Nächster? Das ist ja nicht nur die Frage der Schriftgelehrten, sondern unsere heute auch. Was ist denn mit der Barmherzigkeit, mit der Nachfolge Jesu? Wem bin ich denn da verpflichtet, wenn ich durch die Stadt gehe? Jedem Penner, der da sich die nächste Flasche Sprit kauft, muss ich dem Geld geben? Ist das barmherzig? Das sind doch oft Fragen, die uns bedrängen. Sind wir barmherzig, wenn wir in der eigenen Familie alles verschweigen, was schiefläuft? Ist das Barmherzigkeit? Oder ist das billige Gnade, mit Bonhoeffer gesprochen? Was ist das? Wie lernen wir das? Jesus erzählt dem Gesetzeslehrer auf diese Frage, wer ist mein Nächster? Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Es hat eine besondere Brisanz, der Papst weist in seinem ersten Band des Jesusbuches darauf hin, dass Jesus unmittelbar vor dieser Erzählung die Erfahrung machte, dass er in einem samaritischen Dorf nicht aufgenommen wird. Und seine zwei Poltermänner, Donnersöhne genannt, sagen, da beten wir jetzt direkt, dass da Feuer runterfällt. Und Jesus weist sie hart zurecht. Und dann erzählt er dieses Gleichnis, wo einer unter die Räuber fällt. Das geschieht tagtäglich auf dieser Straße zwischen Jericho und Jerusalem. Es ist ein enges Wadi, wo man durch muss. Da kann man gut die Leute überfallen. Nicht nur bei Nacht und Nebel. Und da zieht ein Priester vorbei und ein Levit. Und der Papst hat vielleicht recht, wenn er sagt, das müssen gar nicht Menschen gewesen sein, die besonders hartherzig waren. Und hat sie vielleicht überfordert. Oder einer wusste noch nicht mal, wie man das macht, einen Kranken versorgen. Oder der sah schon so aus, so hat es ja den Anschein, dass es da gar nichts mehr zu versorgen gibt. Aber dann kommt dieser eine aus Samaria. Was passiert dort? Ich will Ihnen zitieren, was der Papst dazu schreibt. Er sagt, es geschieht etwas anderes. Das Herz wird ihm aufgerissen. Das Evangelium gebraucht das Wort im Hebräischen, das man ursprünglich auf den Mutterleib und die mütterliche Zuwendung verwiesen hatte. Es trifft ihn ins Eingeweide, in die Seele hinein, diesen Menschen zu sehen. Er wurde von Mitleid ergriffen, übersetzen wir heute, die ursprüngliche Vitalität des Textes abschwächend. Es reißt ihm die Gedärme, das Herz auseinander. Durch den Blitz des Erbarmens, den seine Seele trifft, wird er selbst zum Nächsten über alle Fragen und Gefahren hinweg. Insofern, so der Papst, hat sich die Frage verlagert. Es geht nicht mehr darum, welcher andere mir Nächster ist oder nicht. Es geht um mich selbst. Ich muss zum Nächsten werden. Dann zählt der andere für mich, wie ich für mich, wie ich selbst. Der Samariter, der Fremde, macht sich selbst zum Nächsten. Der zeigt mir, dass ich von innen her Nächster sein erlernen muss. Und dass ich die Antwort schon in mir trage. Ich muss ein Liebender werden. Ich muss einer werden, dessen Herz der Erschütterung durch die Not des anderen offen steht. Dann finde ich meinen Nächsten oder besser noch,
ich werde von ihm gefunden. Das ist die Stelle eben bei Jeremia. Wenn Gott sich beklagt, ich rede und rede und rede. Aber sie machen ihr Herz nur stur, wie ein sturer Bock, dem man zureden kann, der sich keinen Millimeter bewegt. Mit dem Kopf durch die Wand. Das ist nicht nur die Erfahrung Israels gegenüber, sondern auch bei uns. Nicht umsonst hören wir jeden Morgen im Morgengebet dieses Wort. Heute hörtet ihr doch auf seine Stimme. Heute, wo ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren dürft, indem ein neuer Tag über uns aufgeht, indem wir ihn jetzt beschließen können, indem wir gleich nach der Kommunion das Danklied Mariens anstimmen, das Magnificat, Tag für Tag. All dies ist Gnade, ist Geschenk. Hörtet ihr doch auf die Stimme Gottes und würdet ihr so barmherzig, so wie Gott selber ist.